Christoph Trummer, was machen Sie, wenn Sie mal so alt sind, dass Sie nicht mehr arbeiten können? Also, wenn ich, wenn ich das Holz nicht mehr selber hacken kann. Und so sieht an das denke ich gar nicht. Sie sind so frei innerlich, dass Sie nicht mal an das denken, wie ja, Sie hier und was jetzt. Was weiß ich, ob ich heute auf Frutigen komme? Keine Ahnung. Hm. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Nein, bleib im Jetzt. Das Jetzt ist dasjenige, oder nicht die Vergangenheit oder die Zukunft. Da bin ich schon fort. Da bin ich aber schon im Hamsterrad. Erst im Jetzt kann ich mich vom Hamsterrad befreien. Was auch immer, was ich mache. Oder? Sind Sie kein Egoist? Es ist das Jetzt. Sind Sie kein Egoist? Ja. Schon, hä? Ja, wer nicht? Ja, aber irgendwie... Egoist, was heisst Egoist? Ja klar, ich bin selber für mich verantwortlich. Ja, aber wenn ich jetzt... Im Zeitpunkt vom Tod habe ich mich zu verantworten. Richtig. Richtig. Ja, jawohl. Aber... Und da spielt es nicht keine Rolle, wie viel Bruttosozialprodukte ich da geholfen habe. Nein, aber wenn ich jetzt einen Familienvater nehme, der das anlässt und der denkt, ja super, nee, das ist Cannabis-Pflänzli, der aber das ist ja... Das ist trotzdem, aber das ist ja eine freie Entscheidung. Wenn er jetzt kommt und seinem Job als Familienvater gerecht wird, dann ist das in der Ordnung. Ja, schon. Ja. Aber ist das nicht ein Wert, wir haben es vorher gehabt, mit dem Wert für alle, für die Gesellschaft? Was, auch. Für die Reichen, das, da, für die 2%? Nein, aber ist das nicht zum Beispiel, also angenommen, sie müssen gepflegt werden, dann sind es doch nachher irgendwelche Kinder von unserer Familie, die kommen schauen, dass der Herr Trummer das gut durchgekommen hat. Das ist eine Annahme. Ja, vielleicht schon. Ich muss leider, Christoph Trummer aufrechaufen. Unsere Zeit ist leider ab. Es geht noch eine riesen Tür auf am Schluss von dieser Sendung. Das ist... Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, das eine oder andere, vielleicht als Anregung mitnehmen. Es geht jetzt so weiter, Tagesschau Nacht. Und dann Tagesschau, also Tagesschau Nacht, und dann Barbara Bührer mit dem schönen Thema vom Reiz vom verbotenen Geschichte, die so alt ist wie Adam und Eva. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Club Adi miteinander.